Und los geht's im Akku von Huawei-Blog hier. Huawei hat das neue Pura 70 bzw. die neue Pura 70 Series vorgestellt und gute Nachrichten, was wir immer gesagt haben, das Ding kommt auch nach Deutschland. Für all diejenigen, die heiß auf dieses Stück Technik sind, aber noch so ein bisschen schwanken, weil ja Google fehlt, können wir euch jetzt hier die Anleitung bringen, wie ihr Google Apps und die Google Dienste wieder vollumfänglich, fast vollumfänglich auf einem Pura 70 Gerät nutzen könnt. Gleich geht's los. Ein paar Infos vorab. Wir installieren auf dem Pura 70, hier das Pura 70 Ultra übrigens, nicht die Original Google Play Dienste, sondern MicroG. MicroG ist eine Open Source Software, eine Implementierung geschaffen durch Reverse Engineering der offiziellen Google Dienste. Dieses MicroG Projekt gibt es auch unter dem Vorgängernamen NoG Apps bereits seit 2012, kommt also aus dem Bereich der Custom ROM Community. Open Source bedeutet, es ist eine quelloffene Software. Das heißt, man kann die Software jederzeit einsehen, sieht die komplette Codierung. Und für all die, die jetzt immer die Sicherheitsbedenken haben, was ja auch gut ist, was ja auch richtig ist, da nicht einfach alles zu installieren, durch diesen quelloffenen Code ist jederzeit ersichtlich, was diese Software macht. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Dieses MicroG-Projekt wurde sogar in 2019 oder seit 2019 offiziell gefördert, auch durch Bundesmittel. In all der Zeit gab es nie irgendwelche Probleme mit dieser Software. Ich selber nutze das Ganze seit ungefähr 2020, beginnend mit dem Mate 40 Pro. Ich nutze diverse Online-Banking-Apps, Zahl-Apps etc. Ich hatte nie Probleme. Ihr müsst euch aus meiner Sicht keinerlei Sorgen machen, dass da irgendetwas wohin gesendet wird, wo es nicht hingehört. Im Gegenteil. MicroG hat die Besonderheit, und das war immer der Sinn dieser Variante der Google-Dienste, dass sogar weniger Informationen und Daten an Google gesendet werden. Also gerade der Datenschutz war eine Quelloption, eine Voraussetzung, eine der Hauptfunktionen von MicroG. Kurzum, keine Sorge, diese Variante ist sicher, sofern wir das heute sagen können. Starten wir mit der Anleitung. Die ist in wenigen einfachen Schritten vollzogen. Wir haben hier ein frisch zurückgesetztes Huawei Pura 70 Ultra. Als erstes konfigurieren wir oder stellen wir unseren Huawei Browser ein. Den finden wir hier und wir gehen erstmal in die Einstellungen, dort unter Apps and Services, suchen unter Apps den Huawei Browser raus. Der ist hier. Und verteilen erstmal alle Berechtigungen für den Browser. Ganz wichtig ist, dass hier unten bei Systemeinstellungen ändern Ja angegeben ist. Wenn wir das gemacht haben, dann sind wir wieder in den Einstellungen, gehen dort auf den Punkt Sicherheit, hier auf weitere Einstellungen und dann dort bei Apps aus extern installieren, erlauben wir dem Huawei Browser diese Installation. Dass die Apps geprüft werden können, könnt ihr gerne aus Sicherheitsaspekten noch aktivieren. Und das war es auch schon mit Schritt 1. Und schon sind wir bei Schritt 2. Jetzt starten wir den Huawei Browser. Ihr seht, ist wirklich zum ersten Mal hier. Und gehen auf die Download-Seite oder auf die Seite des MicroG-Projekts. Das ist www.microg.de.
Hier könnt ihr euch auch nochmal über das Projekt informieren oder ihr geht direkt in den Download-Bereich und könnt jetzt dort die benötigten Dateien, in unserem Fall mit dem Update-Datum vom 28. März 2024, herunterladen. Ihr seht hier bei den Direct-Downloads drei Dateien. Hier wählt ihr nur die unterste, die Services Framework Proxy, geht auf Download, hier unten im Browser auf Herunterladen und dann ganz wichtig, nicht herunterladen und dann irgendwie über den Dateimanager installieren, sondern direkt hier auf Installieren, fertig und ihr seht, ihr seid weiterhin im Browser. Jetzt scrollt ihr weiter runter, da gibt es die Alternative Downloads. Hier seht ihr oben bei den beiden Dateien die Endung HW. Das sind für Huawei angepasste Dateien. Als erstes die Google Android GMS. Auch hier wieder auf Download. Hier im Browser auf Herunterladen. Und genau das gleiche wie vorher. Ganz wichtig, direkt, wenn der Download abgeschlossen ist, über den Browser entsprechend installieren. Nicht auf Öffnen gehen, sondern fertig und das Ganze wiederholen mit der COM Android Vending. Auch hier wieder Download, herunterladen und das Ganze anschließend direkt über den Browser installieren. Einmal noch auf Fertig, das war's. Wichtig, ob das Ganze funktioniert hat und zwar so, dass wir jetzt weitergehen können. Dazu könnt ihr auf euren Desktop schauen. Und wenn hier keine der heruntergeladenen Apps mit einem Symbol erscheint, dann hat die Installation so geklappt, dass wir mit dem nächsten Schritt gleich fortfahren können. Wir machen weiter mit Schritt 3. Hier geht es um die Einrichtung und Konfiguration von MicroG. Wir starten in den Einstellungen und da unter Apps and Services und Apps. Der Einfachheit halber könnt ihr hier MicroG suchen und findet dann hier die Services. Auch hier machen wir das gleiche wie eben beim Browser. Wir verteilen erstmal alle Berechtigungen. Wichtig auch hier bei dem Standortzugriff auf immer zulassen gehen und dann einfach alle Berechtigungen erteilen. Wenn wir alle Berechtigungen erteilt haben, dann scrollen wir etwas nach unten und finden dort den Punkt standardmäßig öffnen. Hier gehen wir drauf, dann auf den Menüpunkt unbestätigte Links und hier unten über das Plus auf hinzufügen. Hier gibt es schon den einen Menüpunkt mit app.gu.gl, den aktivieren wir, bestätigen das Ganze mit dem Haken und können auch schon zurückgehen. Hier sollte jetzt eben zur Bestätigung die kleine 1 erscheinen. Und last but not least, hier unten die letzte Einstellung über anderen Apps anzeigen. Auch hier switchen wir den Schalter, dass auch das möglich ist. Und das war es auch schon mit der ersten Einrichtung. Wir verlassen diesen Menüpunkt nicht, sondern scrollen wieder nach oben und finden hier das kleine Zahnrad für die app-spezifischen Einstellungen der MicroG Services. Da gehen wir drauf und sind jetzt in den Einstellungen von MicroG. Als erstes gehen wir hier oben auf den Menüpunkt Selbstprüfung. Hier könnt ihr nochmal checken, ob hinten wirklich alle Haken gesetzt sind. Das ist wichtig. Der wichtigste Haken ist hier oben die Signaturtäuschung. Die muss aktiviert sein, damit wir die Google Apps mit angemeldetem Konto auch komplett nutzen können. Und angemeldetes Konto ist schon der nächste Stichpunkt, denn hier unter Google Accounts könnt ihr jetzt entsprechend euer Google Konto hinzufügen. Achtet darauf, dass ihr hier unten die beiden Haken erstmal rausnehmt. Ansonsten kann es sein, dass ihr bei der Anmeldung an den Google-Servern dass es zu einer Fehlermeldung kommt. Die könnt ihr vermeiden, indem ihr hier unten erstmal die Aktivierung bei beiden herausnehmt. So, und jetzt einfach hier auf das Plus und dann auf Einloggen
Das Gerät verbindet sich mit den Google-Servern und jetzt ganz normal über die Anmeldeseite mit eurem Google-Konto oder wenn ihr mehrere nutzen wollt, direkt alle hintereinander entsprechend einrichten. Solltet ihr, wie ich, aus Sicherheitsgründen eine Zwei-Faktor-Authentifizierung nutzen, ist das auch kein Problem. Einfach auf dem anderen Gerät entsprechend überprüfen. Das habe ich jetzt gerade im Hintergrund gemacht und ihr seht, wir sind in dem Google-Konto angemeldet und der Account ist eingerichtet. Nochmals, wenn ihr mehrere Google-Accounts nutzt und einrichten wollt, dann macht es bitte jetzt direkt hier an dieser Stelle. Ein späteres Hinzufügen ist nicht möglich. Wir machen weiter mit den Einstellungen und swipen einmal hoch und gehen dann wieder auf die Startseite der Einstellungen. Da wieder auf Apps und Services und hier jetzt auf den Menüpunkt Startmanager. Hier können wir wieder MicroG suchen und ihr seht, hier oben ist noch eingestellt automatisch verwalten. Diese automatische Verwaltung nehmt ihr raus und hier unten sind schon alle drei Optionen aktiviert. Dies bestätigen wir nur noch mit OK. Das sorgt dafür, dass dieser Service immer ausgeführt wird und auch im Hintergrund entsprechend laufen kann. Und dann in den Einstellungen noch ein letztes Mal, auch hier wieder Startseite, Apps und Services, unter Apps und dann findet ihr oben dieses 4-Punkte-Menü. Da tippt ihr drauf und bekommt weitere Optionen. Ihr wählt hier den Sonderzugriff und dann den uneingeschränkten Datenzugriff aus und könnt jetzt hier wieder entsprechend MicroG suchen. Ihr seht schon, alle drei Apps werden angezeigt und bei allen drei Apps aktiviert ihr entsprechend den Schalter und könnt dann diese Einstellungen auch schon wieder verlassen. Und dann noch ein letzter Punkt in diesem Schritt. Wir gehen raus aus den Einstellungen, starten unseren Huawei Browser und gehen auf die Google Homepage. Das heißt www.google. Wir können auch hier .com nehmen, weil ja immer die länderspezifische ausgewählt wird. Und ihr seht hier oben den Button anmelden. Da gehen wir einmal drauf und melden uns auch wieder entsprechend in unserem Google-Konto an. Und auch hier wieder solltet ihr die Zwei-Faktor-Authentifizierung nutzen, kein Problem. Bestätigt das Ganze auf eurem anderen Gerät und nach kurzer Zeit kommt die Bestätigung und ihr seid entsprechend eingeloggt in eurem Google-Konto. Und ihr seht, nachdem wir jetzt die Seite nochmal aktualisiert haben, hier oben steht nicht mehr anmelden, sondern entsprechend abmelden. Das heißt, wir sind in unserem Google-Konto angemeldet und haben damit auch schon Schritt 3 der Anleitung entsprechend absolviert. Kommen wir zu Schritt 4. Da geht es um die Play Store-Alternative zum Download von Apps. Dafür nutzen wir Aurora. Aurora OSS ist die Homepage, die ihr aufruft und dort findet ihr unter Downloads die aktuellen Releases der Datei. Es handelt sich im Grunde um einen anderen Client, das heißt eine andere App, die Zugriff auf die offizielle Datenbank der Apps hat, die im Google Play Store verfügbar sind. Unter Releases findet ihr die aktuellen stabilen Versionen und hier zum heutigen Zeitpunkt ist die Version 4.4.4 die neueste stabile Version. Die laden wir über den Browser herunter und installieren diese dann anschließend als unsere Play Store Alternative. Wir können den Aurora Client direkt öffnen und die weiteren maßgeblichen Einstellungen hier vornehmen. Hier ist wichtig bei der Installationsmethode, dass ihr den Sitzungsinstallation beibehaltet und keine andere auswählt. Unter den App-Links ist es wichtig, dass ihr unter Play Google kommt, das Ganze aktiviert, dann landet ihr in den Einstellungen. Und hier, das kennen wir schon, unter unbestätigte Links können wir über das Plus hinzufügen gehen und können jetzt hier auswählen, welche App-Links über den Aurora Store geöffnet werden. Ich nehme hier immer standardmäßig die Play Store Apps
auch unter der alten Bezeichnung Market Android. Und sobald wir die ausgewählt haben, finden wir hier bei unbestätigte Links die 2. Solltet ihr noch Amazon ausgewählt haben, dann eben entsprechend 3. Und wenn wir zurückgehen, ist das Ganze in der App aktiviert und wir können weitergehen. Hier erlauben wir jetzt die Berechtigung zur Installation unbekannter Apps, landen direkt in den zugehörigen Menüpunkt, können das Ganze dort aktivieren. Erlauben Downloads im Hintergrund, das heißt, die Akkuoptimierung wird deaktiviert. Und last but not least natürlich auch der Zugriff auf den Speicher. Dort wählen wir hier bei Aurora, wo momentan noch verweigert steht, entsprechend den Zugriff auf alle Dateien zulassen aus und gehen zurück und können auch schon hier auf Fertig klicken. Und was jetzt kommt, das kennen wir schon. Unter Google können wir uns mit unserem Konto entsprechend anmelden. Und auch das kennen wir schon, wie gesagt, die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ich bestätige auf dem anderen Gerät und schon sind wir mit unserem Google-Konto angemeldet und können jetzt den Aurora Store entsprechend nutzen. Bevor ihr jetzt loslegt mit dem wilden Runterladen und Aktualisieren von Apps, bitte als allererstes die Android System WebView suchen und dann entsprechend installiert. Ihr seht hier Android System WebView, die müsst ihr raussuchen und installieren. Sollte euch hier keine Android System WebView, sondern nur Canary Dev Beta angeboten werden, empfehle ich euch einfach die Beta zu nehmen und hier auf Installieren zu klicken. Ihr werdet jetzt als erstes dann gleich aufgefordert, nicht die Android System WebView zu installieren, sondern die Dry Chrome Library. Google hat vor einiger Zeit da die Trennung vollzogen bei den Apps, dass die Library eine eigene App ist. Die wird also bei jeder Aktualisierung der System WebView und auch zukünftig, wenn ihr Chrome nutzt, bei Chrome im Hintergrund zunächst automatisch mit installiert. Hier seht ihr, was ich gerade angesprochen habe. Es erscheint nicht zunächst zur Installation Android System WebView, sondern eben die Library-Datei. Die installieren wir und direkt im Anschluss dann automatisch die System WebView, die wir entsprechend ebenfalls installieren. Aber nicht direkt starten, sondern das können wir durch den Swipe machen. Wir gehen zunächst in die Einstellungen und dort auf Apps und Services und auf den Startmanager. Hier suchen wir jetzt die gerade heruntergeladene System WebView heraus und auch das kennen wir schon. Die automatische Verwaltung deaktivieren wir und hier unten sind alle Optionen aktiviert. Das lasst ihr so und bestätigt nur noch mit OK. Und last but not least können wir die Einstellungen zur Sicherheit immer noch sperren. Das heißt, wir swipen einmal nach oben in den Task Manager und jetzt bei den Einstellungen einmal kurz runter. Dann seht ihr hier das Schloss-Symbol. Damit ist dann die Einstellungen entsprechend gesperrt. Und das soll es dann im Grunde mit Schritt 4 unserer Installation auch schon gewesen sein. Wenn ich nicht fast etwas vergessen hätte, denn wenn ihr erstmalig in Aurora auf Updates geht, dann wird euch auch ein Update für die Google Play Services angezeigt. Die haben wir natürlich nicht installiert, sondern eben Micro-G. Das heißt, ihr tippt hier lange auf den Eintrag und dann erscheint hier unten ein Pop-up, wo ihr zur Sperrliste hinzufügen auswählt. Und wenn ihr jetzt das Ganze entsprechend refreshed, aktualisiert, dann ist der Eintrag verschwunden und das war's dann jetzt auch wirklich an dieser Stelle. Wir kommen zu Schritt 5, der im Grunde optional ist. Ihr könnt natürlich auch eure Google-Kontakte synchronisieren. Das heißt, all die Kontakte, die ihr in eurem Google-Konto habt und die dort regelmäßig synchronisiert werden. Hierfür müsst ihr die App Google Contact Sync herunterladen. Die habe ich euch unter dem Video als Download verlinkt. Und da geht ihr einfach auf diese APK, um das Ganze zu installieren.
Und das soll es auch schon gewesen sein. Wenn ihr jetzt in den Einstellungen wieder unter Apps und Services, Apps und hier dann die Google Kontakte raussucht, synchronisieren, dann wählt ihr in den Berechtigungen nur noch aus, dass er natürlich Zugriff auf die Kontakte erhält. Und das war's hier an der Stelle. Wir können uns das mal anschauen. Ich habe schon die Google Kontakte App, die offizielle, heruntergeladen. Genehmige hier die Zugriffe und hier werden jetzt die Kontakte entsprechend synchronisiert. Und ihr seht, wir haben jetzt hier einige Google Apps mal heruntergeladen. Da wäre zum Beispiel die YouTube App. Und ihr seht, wenn wir die App starten, wird uns direkt angeboten, dass wir uns in unser Konto bei YouTube einloggen können. Beziehungsweise hier sind eben noch die verschiedenen Konten der Blogs. Ebenso geht das Ganze bei Google Chrome. Da seht ihr die bekannte Startseite, wo ihr auswählen könnt, mit welchem Konto ihr euch in Chrome anmelden wollt. Der Verlauf wird dann, sofern ihr das aktiviert habt, auch zwischen euren Geräten synchronisiert. Oder auch ganz wichtig für Standortdienste, Google Maps. Wenn wir Maps starten, seht ihr, der Standort wird gefunden und auch der Verlauf wird entsprechend festgestellt. Ihr könnt damit auch in den diversen Apps, die den Google-Kartendienst nutzen, weil immer wieder das Thema kommt, zum Beispiel in der McDonald's Deutschland-App, könnt ihr diese Karte nutzen und euch das nächstgelegene Restaurant oder was auch immer ihr über den Kartendienst dann suchen könnt, heraussuchen. Und was ihr auch seht, weil es immer wieder nachgefragt wird, das Thema Banking-Apps, die lassen sich ebenfalls problemlos installieren. Ihr könnt euch anmelden und diese auch nutzen. Ebenso werden Push-Benachrichtigungen auch auf euer Handy gespielt und ihr könnt dann eben mit dem TAN-Generator, der TAN-App oder was immer eure Bank nutzt, agieren und komplett Online-Banking betreiben. Was funktioniert nicht? Da hat sich leider nichts geändert. Es ist immer noch so, ihr könnt mit dieser Installationsmethode kein Android Auto nutzen. Das klappt bislang leider nicht. Ihr könnt weiterhin kein Google Wallet bzw. Google Pay nutzen, denn dafür muss natürlich die entsprechende Zertifizierung mit den Google Servern abgeglichen werden. Und da wir keine offiziellen Google Mobile Services nutzen, funktioniert das logischer und konsequenterweise entsprechend nicht. Und für die Fans von Pokémon Go, wir verstehen auch nicht warum, aber es ist einfach leider nicht möglich, Pokémon Go damit zu spielen. Aber das war's auch schon. Alle anderen Anwendungen lassen sich uneingeschränkt nutzen. Und damit kriegt ihr ein Google-Erlebnis auf aktueller Hardware von Huawei zurück, wie wir es fast von früher gewohnt sind. Und das war's. In wenigen Minuten ist Google nachinstalliert. Solltet ihr trotzdem noch Fragen haben, dann scheut euch nicht. Haut die Fragen hier unter das Video oder gerne auch bei uns auf dem Blog oder nutzt unsere Huawei Community, unsere Huawei Family. Immer noch fast 30.000 Nutzer, die sich dort gegenseitig unterstützen, austauschen, Tipps und Tricks geben und auch da wird euch geholfen. Oder wenn ihr noch Unsicherheiten habt, dann kriegt ihr dort weitere Infos. Ja, und das soll es mit diesem Video gewesen sein. Ich danke euch fürs Zuschauen und sage Ciao aus Dubai. Bis zum nächsten Mal. Euer Marco.